Hallo, mein Name ist Shalia Stevens. Ich bin der virtuelle Coach von ShaliaStevens.com, wo wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Expertise online bringen und viel mehr Menschen erreichen. In dem heutigen Videoblog-Beitrag geht es um das Thema in Erinnerung bleiben und um neue Kunden gewinnen durch Ihren E-Mail-Newsletter. Als Einzel- oder Kleinunternehmer ohne riesiges Marketingbudget setzen Sie sicherlich auf die digitalen Kommunikationsmaßnahmen, die Ihnen nicht viel kosten. Und dabei ist Ihnen sicherlich auch wichtig, dass Sie die Dialogformen wählen, die Ihnen helfen, Kunden im Netz zu finden, anzuziehen und zu gewinnen. Habe ich recht? Ich hoffe, dass Sie erkannt haben bereits, dass ein wichtiger Teil von Ihrem digitalen Werkzeugkasten, das dazu gehört, Ihr professionellen und gut auffindbaren Website, also Ihr Webauftritt. Und dass dieser Webauftritt die Aufgabe hat, Interessenten in Kunden umzuwandeln. Haben Sie das bekommen? Ich hoffe, ja. Und Sie werden sicherlich wissen, dass darüber hinaus viele weitere Möglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen. Von Social Media bis hin zu Webinare halten, bis hin zu E-Mail-Marketing und reichlich mehr. Nur, das reichlich mehr ist häufig das Problem, denn wir verlieren den Überblick von dem, was möglich ist gegenüber das, was wir wirklich einsetzen sollten, denn das, was wirklich funktioniert. Und so geht es den meisten Experten, Coaches, Trainer, Berater und Einzelunternehmer, mit denen ich arbeite. Sie wissen nicht, welche Kanäle und Maßnahmen sie wählen sollten, um ihre Ziele zu erreichen. Und viele setzen deshalb, weil sie es nicht wissen, einfach auf Social Media, weil es einfach ist, weil man schnell damit beginnen kann. Und sie investieren sehr viel von ihrer Zeit. Sie verbringen viel Zeit auf Facebook, auf Xing und auf LinkedIn. Nur leider bleiben die Kunden aus. Vielleicht, weil sie nicht strategisch vorgegangen sind oder weil sie versucht haben, Methoden einzusetzen, die nicht zu ihrer aktuellen Geschäftsphase passen. Und dabei ist es so, dass sie auch andere weit effektivere Maßnahmen wie E-Mail auch unterschätzen oder gar komplett ablehnen. Aber vielleicht fragen Sie sich, warum lehnen Sie E-Mail-Kommunikation ab? Naja, weil viele haben die Idee entwickelt, dass E-Mails störend sind. Wir kriegen so viele Impulse von allen Richtungen heutzutage in den digitalen Kanälen und unsere E-Mail-Postfächer sind voll und Sie möchten als Experte nicht ein Störfaktor sein bei Ihren Interessenten oder Ihrer Zielgruppe. Und das kann ich völlig verstehen. Nur, die Statistik spricht gegen diese Idee, genauso wie meine Erfahrung. Es kam gerade eine neue Studie raus von Absolute und dabei hat man herausgefunden, dass das Abrufen von E-Mails zu den Nummer 1 Tätigkeit gehört für Smartphones. Dabei hat jeder zweite von uns mittlerweile ein Smartphone und mit Tendenz steigend. Forrester hat herausgefunden, dass die Click- und Conversion-Raten von E-Mails höher liegen als Facebook und andere Social-Media-Kanäle. Und wir wissen auch, dass die Anzahl derjenigen, die Werbesendungen ungelesen löschen, gesunken ist und dass diese weiter abnimmt. Also stellen Sie sich bitte vor, es ist möglich, einen E-Mail-Newsletter zu haben, der gerne gelesen wird von Ihren Abonnenten, dass Sie sogar kaum darauf warten können, bis der Tag, wo Sie wissen, dass er erscheinen wird, um ihn aufzumachen und um Ihre Inhalte zu lesen. Haben Sie das? Das sind diese Ihre Vorstellung? Das ist für Sie möglich. Meine Statistik von meinem E-Mail-Newsletter zeigt, dass das möglich ist. Ich habe eine Öffnungsrate durchschnittlich zwischen 80% und 105%. Okay, und das heißt, das ist erfreulich für mich, dass einige Leser mehrfach den Newsletter aufmachen und ihn mehrfach durchlesen. Und diejenigen, die auf Links klicken, die ich in die Newsletter zur Verfügung stelle, also die Rate dort liegt bei ca. 15 bis 35%, je nachdem, welche weiterführendes Angebot ich anbiete. Weil sie drauf klicken und zu meinen Angeboten geführt werden, generiere ich natürlich Geschäft aus meinem E-Mail-Newsletter heraus. Also mein E-Mail-Newsletter ist ein wichtiges strategisches Instrument für die Kundengewinnung. Okay? Und das ist für Sie auch möglich. Wissen vorweg sollten Sie allerdings, dass die wenigsten Leute auf Ihrer Website sich einfach so für Ihren E-Mail-Newsletter anmelden werden. Sie müssen da schon noch mehr bieten. Bieten Sie also auf Ihrer Website eine sogenannte unwiderstehliche und kostenfreie Ressource. Das kann ein E-Book sein oder eine Checkliste,
wo die Besucher ihrer Website darin einen hohen Nutzen für sich erkennen können und daher bereit sind, den Tausch einzugehen, dass sie ihre Namen und ihre E-Mail-Adresse eingeben. So, und wie kriegen sie ihren E-Newsletter zu denen? Das ist einfach, sie legen ihren E-Mail-Newsletter als zusätzlichen zweiten Dankeschön für den Besuch und für den Download obendrauf ein und ihre Abonnenten erhalten dann ihn monatlich. So funktioniert das. So, und nachdem sie diese Strategie eingesetzt haben für sich und viele Anmeldungen auf ihre Webseite generiert haben, und das hoffe ich, dass sie das tun, weil sonst gehen die Besucher einfach anonym wieder davon, dann werden sie eine Menge haben, wo sie beginnen können, ihre Aussendungen zu machen. Ja, und folgen Sie dabei bitte diesen Tipps von mir. Beginnen Sie jeder Newsletter mit einer persönlichen Nachricht von Ihnen. Sie können dabei über Ihre geschäftliche Tätigkeit natürlich berichten, allerdings aus Ihrer persönlichen Sicht. Oder gehen Sie den nächsten Schritt und berichten Sie von Ihrem Privatleben. Sie müssen da nicht zu weit gehen und Sie können immer noch im Kontext von den beruflichen Beziehungen oder Zusammenhang bleiben. Aber Sie könnten sowas teilen wie bei mir heute. Ich sage, ich habe heute einen Smoothie gemacht, einen Green Smoothie, weil ich begonnen habe, mit einem Coach zu arbeiten, einem Health Coach, weil meine Gesundheit mir wichtig ist und so weiter. Da zeige ich somit meine Werte und zeige auch, dass ich menschlich bin und auch an mir arbeiten muss. Oder wie in meinem letzten Newsletter, wo ich von meiner USA-Reise berichtet habe und nicht nur von dem geschäftlichen Teil, sondern auch von dem Valentinstagstanz. Wenn Sie Menschen auf Augenhöhe begegnen und sich als Mensch zeigen, dann schaffen Sie Identifikation und auch Vertrauen. Und dieses Kennen-Mögen-Vertrauen-Effekt wird entstehen. Danach, und das ist der Schwerpunkt von Ihrem Newsletter mit 60% Gewicht, bitteschön, haben Sie Ihren Mehrwertartikel oder Ihr Mehrwertvideo oder Mehrwertaudiodatei. Also egal in welcher Form oder Ausprägung Sie das machen, bieten Sie eine Information, die eine Antwort auf eine brennende Frage ist von Ihrer Zielgruppe. Oder wenn Ihre Zielgruppe versucht, ein Ziel zu erreichen und Sie wissen das, dann geben Sie ihnen mit dieser Information Tools, wie Sie das erreichen können und so weiter. Sie verstehen. Somit werden Ihre Leser konditioniert und wissen, jedes Mal, wenn Sie was aussenden, ist was Nützliches dabei. Und es wird also deswegen gar nicht störend sein, sondern es wird für Sie einen Gewinn sein und deswegen machen Sie das auf. Als nächstes kommen Ihre Angebote. Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie in jedem Newsletter mindestens ein Angebot von Ihnen platzieren. Diese Optionen der Zusammenarbeit sind ein wichtiger Service für Ihre Newsletter-Abonnenten, denn es wird immer Menschen dabei sein, die gerne ein Thema oder einen Veränderungsprozess mit Ihnen vertiefen möchten. Sie wünscht sich Begleitung von Ihnen und es ist geradezu Ihre Pflicht, deshalb diese Möglichkeiten der Zusammenarbeit aufzuzeigen. Und wenn Sie sich scheuen, momentan einen ganzen Abschnitt dafür vorzusehen, dann weben Sie diese Angebote dezent in die anderen Bereiche ein. Danach kommt inhaltlich Social Proof. Was heißt das? Das ist ein Abschnitt oder ein Bereich, wo es darum geht, Ihre Kunden und Klienten vorzustellen, die mit Ihnen bedeutende Resultate geschaffen haben durch die Zusammenarbeit mit Ihnen. Das ist der Beweis für Ihre Kompetenz aus Sicht von Dritten. Und je mehr Sie in Ihrem Geschäft fortschreiten, desto mehr von diesen Testimonials oder diese Kundenpräsentationen werden Sie sammeln, diesen Social Proof. Und wenn andere das lesen, ihre E-Mail-Newsletter-Abonnenten, werden sie dort Vertrauen gewinnen, weil sie sehen, dass andere mit ihnen auch Resultate bekommen. Das ist ganz wichtig. Okay? Es gibt jede Menge andere Sachen, was sie in ihre E-Mail-Newsletter darstellen können, von Termine, wo sie demnächst sein werden, über Empfehlungen, die sie aussprechen, Informationen über sie als Herausgeber oder Herausgeberin, Abonnementmanagement. Alles Mögliche. Sie können sich da verrückt machen mit den vielen Möglichkeiten. Meine Empfehlung an Sie ist, dass Sie sich auf die ersten vier Module, die ich empfohlen habe, sich konzentrieren für den Beginn und dass Sie den Rest mit der Zeit aufbauen. Okay? So, wenn Sie Ihren Schwerpunkt auf Mehrwert legen, wenn Sie Mensch zu Mensch Ihren Lesern begegnen, werden Ihre Leser darauf warten, Ihren E-Mail-Newsletter zu erhalten. Und Sie können sorglos und regelmäßig mit ihnen in Kontakt sein, ohne die Angst zu haben, dass sie stören. Und das Wichtigste ist, dass Ihre Leser dann, wenn sie in einen Zeitpunkt in ihrem Leben kommen, wo sie brauchen,
nicht irgendwo ins Netz suchen gehen müssen. Sie müssen nicht auf eine Empfehlung sich verlassen. Sie wissen, wer sie sind, wo sie sind, wofür sie stehen, was sie können, weil sie haben regelmäßig ihre E-Mail-Newsletter erhalten und gelesen und können sofort zu ihnen als Quelle kommen. Und das ist die Art und Weise nach diesem Beziehungsaufbau, wie sie neue Kunden gewinnen können. Und das wünsche ich mir sehr für sie. Also, wenn sie ihren ersten Newsletter haben, sagen sie mir Bescheid, ich werde mich dafür anmelden. Und wenn Sie weitere solche Tipps wie heute von mir erhalten möchten und Strategien, dann gehen Sie auf shellystevens.com, wenn Sie es nicht schon gemacht haben, und geben Sie dort Ihren Namen und E-Mail-Adresse ein und erhalten Sie meine Top 10 Ressourcen und Tools für virtuelles Coaching, Training und Presenting und Online-Marketing. Und dazu gebe ich Ihnen natürlich als Dankeschön für Ihren Besuch und für Ihren Download meinen monatlichen OMMG E-Mail-Newsletter. Und ich freue mich schon drauf, wenn Sie das machen. Also, wir sehen uns online. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!